Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein relativ nützliches Toy. Und zwar habe ich mir das jetzt schon mittlerweile erfarmen können. Es schimpft sich einmal ewig während das Horn des Lavaschwimmers. Und ja, dafür habe ich sehr lange farmen müssen. Wie ihr das am besten farmt, werden wir gleich drauf eingehen. Jetzt erstmal, wo befinde ich mich? Ich bin hier einmal in der Küste des Erwachens und da kriegen wir auch das Toy her. Wir haben nämlich hier unten die Drachenfluchfestung und hier gibt es alle 2 Stunden ein Event. Es funktioniert quasi so, dass immer zur ungeraden vollen Uhrzeit oder ungeraden vollen Stunde quasi dort ein Event startet. Da geht es dann hier unten los und dann ziehen hier so ein paar Mobs hoch und dann gibt es halt 3 oder 4 Phasen. Am Ende wird ein Boss umgehauen und wenn das Event einmal durch ist, gibt es dann hier eine nette Kiste. Wie gesagt, das Event ist immer zur ungeraden vollen Stunde, heißt um 1 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr und so weiter dementsprechend. Beim ersten Mal in der Woche, wo ihr das macht, bekommt ihr die epische Kiste und jedes weitere Mal bekommt ihr eine blaue Kiste. Jetzt ist es so, dass das Toy hier nicht in der Kiste drin ist, sondern das Toy gibt es einfach, wenn quasi das Szenario oder das Event quasi abgeschlossen ist bei der Drachenfluchfestung, dann gibt es dieses Toy neben der Kiste dazu. Ich habe das jetzt extra hier noch im Inventar gelassen, also ihr kriegt die Kiste und das Toy. Ihr müsst den Boss nicht anhitten, ihr könnt hier komplett AFK stehen. Ihr könnt theoretisch euren Char da hinstellen, solange andere Leute das Event fertig spielen, kriegt ihr die Belohnungen trotzdem. Jetzt ist es so, dass ich das jetzt über einige Wochen und Monate tatsächlich auch mit mehreren Accounts parallel gefarmt habe. Bis zu teilweise 4 Accounts hatte ich da immer meine Chars hier stehen. Heißt, ich habe hier einige 100 Tries. Wenn ihr das Ding farmen wollt, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf einstellen. Ich habe das Ding jetzt bekommen bei einem Char, mit dem ich vorher nicht viel hier gemacht habe. Ihr seht, den habe ich über Pet Battle hochgespielt und der hat irgendwie lauter so Low Gear an. Das habe ich einfach aus Maha jetzt mal zusammengekauft. Und dementsprechend hat der in Dragonflight hier nichts gemacht. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich den hier bei der Festung hatte. Und der hat auch eine epische Kiste. Ich habe ein bisschen was aus WoW zusammengelesen und rausgeguckt. Es heißt auf jeden Fall, dass man bei jedem Try das rauskriegen kann, auch wenn man das in der Woche schon gemacht hat. Gibt es Leute, die das auf jeden Fall da bestätigt haben. Viele sagen aber bei Chars, wo man die epische Kiste quasi bekommen hat, also das erste Mal in der Woche da war, dass sie da ihren, ihren Drop bekommen haben. So war es bei mir jetzt auch und ich meine, mit dem Char war ich hier tatsächlich noch nie. Heißt, vielleicht ist es so bei der epischen Kiste oder wenn ihr mit dem Char überhaupt noch nicht da wart, dass es dann eine höhere Drop-Chance hat. Bestätigen können wir das nicht. Aber zumindest ist eine Vermutung meinerseits und vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Hilfe. Also wie gesagt, ich habe es beim ersten Mal in der Woche, beziehungsweise glaube ich das insgesamt erste Mal rausgekriegt. Gut, jetzt können wir gucken, was das Ding noch macht. Und zwar, wir können damit nämlich ein bisschen in der Lava schwimmen. Hier trinkt aus diesem Horn, um im Freien auf den Dracheninseln für 10 Minuten immun gegenüber Lava zu sein. 30 Minuten Abklingzeit, ich würde sagen, das lernen wir jetzt hier einmal. Und dann können wir das auch mal gleich testen. Das kann nämlich sehr relevant sein, denn es gibt nämlich ein Mount, wo wir, hier oben ist es glaube ich irgendwo, in eine Lava reinschwimmen müssen und das anklicken dürfen. Und dann müssen wir, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden channeln und dann kriegen wir das Viech. Und wenn ihr da keinen habt, der euch hilft, sterbt ihr halt einfach in der Lava. Oder ihr habt natürlich das Toy und dann könnt ihr einfach in der Lava rumschwimmen, ohne Schaden zu kriegen. Also wir testen das jetzt mal. Ich gehe in die Lava rein und ihr seht, ich krieg Damage. Wenn ich das jetzt hier einsetze, dann kommt verfehlt, verfehlt, verfehlt. Also ich krieg einfach keinen Schaden mehr in der Lava. Ist halt eine nice Sache, gerade um das Mount zu holen. Und ja, vielleicht für die ein oder andere Action, wenn ihr hier irgendwo rumlauft, wo Lava ist, ist es auch noch ganz nett. Heißt, wir haben tatsächlich mal ein Toy, das irgendwo useful ist. Gut, dann sind wir damit eigentlich durch mit dem kleinen Guide. Ich zeig's nochmal. Also hier ist diese Drachenfluchfestung und dort alle 2 Stunden zur ungeraden oder ja zur ungeraden vollen Stunde beginnt das Event. Ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.